Einen wunderschönen guten Abend, einen frühen guten Abend hier zum JFD Live Trading TV am Mittwoch, 21. September, Tag der US-Notenbank. Wir hatten die Bank of Japan schon gesehen mit viel Vorschusslorbeeren, obgleich jetzt hier im weiteren Handelsverlauf festgestellt werden muss, dass ja die Märkte sich ein Stück weit umkehrten. Ganz kurz dazu, wir haben ja den DAX hier heute Mittag eingefangen. In Sachen Tendenz nach dem Motto hier 10.500 Widerstandsbereich, ja, auf dem Desktop nachzulesen, dieses Level touchiert, ja, und jetzt letzten Endes, wenn wir uns den Index mal anschauen, ist er hier deutlich zurückgekommen von diesem Analyseprognose-Widerstand. Das passt also ganz gut ins Bild. Insofern mal aufpassen, was da zum Fed-Event heute passiert. Wir wollen aber jetzt auf den Euro gegenüber dem US-Dollar ein Fluss nehmen, hätte ich fast gesagt, nein, vielmehr den Blick richten. Große Bild brauchen wir nicht groß thematisieren. Wir sind hier in einer riesigen Seitwärtsrange gefangen. Oben 1,1450 der Deckel, unten grob gesprochen 1,08. Wenn es da auch rausbricht, hat man mittelfristige Tendenzen. Innerhalb dessen wildes Gerange, keine wirkliche klare Tendenz, keine wirkliche klare Richtung. Das heißt, man muss hier definitiv erstmal abwarten, wie hier der Hase noch lange rennt sozusagen. Aber wir können mal kurz feststellen, und dann gehen wir jetzt mal direkt mal in den Stundenchart, dass wir hier so ein symmetrisches Dreieck hatten, unlängst schon fokussiert, mit der Annahme, dass wir hier zum Fed-Event in die Spitze dieses Dreiecks reinlaufen. Ja, wir sehen hier praktisch das große Dreieck, dann gab es nochmal eine untergeordnete Trendlinie und hier praktisch auch, ja, die Idee, dass wir da heute stehen, jetzt mittendrin. Aber nein, es gab im Prinzip hier schon am 16.09. den Ausbruch nach unten. Hier praktisch schon mal die erste Kelle, mehr oder weniger. Und Euro-US-Dollar hat sich jetzt aber mit der heutigen Schwäche, mit der Bewegung hier aus der Nacht, beziehungsweise das war ja praktisch die Morning Session hier, an diesem Unterstützungslevel um 1,1130, 1,1150 hier. Sie sehen es, diese grüne Zone war hier schon im August, dann hier Ende August und bis hier in den September, Anfang September hinein eine Zone des Nachfragelevels. Und wir sehen auch hier jetzt just vor wenigen Minuten hat sich Euro-US-Dollar auch von diesem Level wieder emporgearbeitet, aber immer noch deutlich unterdurchschnittlich in Sachen Volatilität. Die Tagesspanne schrumpft mehr und mehr zusammen. Letztlich haben wir heute, und das ist natürlich bei einem Fed-Event immer ganz klar, eine sehr, sehr volatile Geschichte wahrscheinlich vor uns. Insofern mal aufpassen, was hier 20 Uhr-20.30 Uhr passiert, wenn hier dann praktisch auch die Pressekonferenz an den Start geht. Also da praktisch hier die Information, wohin geht es denn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, gibt es vor den US-Wahlen noch eine Leitzinserhöhung. Denn wenn wir jetzt diesmal keine Leitzinserhöhung sehen, dann wird der nächste Termin erst im Dezember sein. Beziehungsweise halt, wenn ich das richtig überlege, im November, halt im November. Und im Oktober gibt es als solches keinen US-amerikanischen Zinstermin von der Fed. Also das ist definitiv jetzt erstmal ein Stück weit Pause bis zum nächsten Event. Und insofern mal abwarten, was da an Statements rüberbröckelt. Tatsache ist aber, Euro-US-Dollar jetzt gerade am Unterstützungslevel, das ist recht interessant. Wir haben auch heute am Mittwoch den bullischsten Handelstag während der letzten 52 Handelswochen, hier mit 60%, ganz klar der bullischste Tag. In der letzten 52 Handelswoche hier der Mittwoch mit 60% positiver Schlusspreise. Das ist gerade im Vergleich zum Freitag oder Dienstag deutlich bullisch oder hier zum Donnerstag und Montag hier, wo die Tage eher neutral sind, ganz klar hervorzuheben. Also hier haben wir statistisch einen leichten Vorteil und als wollte oder sollte es so sein, hat auch die Fuzzy-Vektor-Logik auf Tagesbasis heute hier praktisch, hoppala, nochmal draufklicken, heute hier auf Tagesbasis ein Ziellevel des Währungspaares bei 1,12. 38 rein statistisch im Hoch, das heißt, wir müssen hier irgendwo hier hochlaufen, ja, und das der Close theoretisch auch oberhalb von 1,12. Also hier heute ein ganz, ganz klar bullischer Tag, obwohl natürlich während der letzten 17 Jahre hier nur 40 Wiederholungen dieses Muster jetzt nicht ganz so stark erscheinen lassen. Dennoch haben wir mit 62,5% und eben 40 Erscheinungen einen statistischen Wert, den man nehmen kann. Und insofern ist das schon mal ein Hinweis. Und als wäre das noch nicht genug, hat auch die Intraday-Vektor-Bull-Grafik hier ein schönes Szenario für uns vorbereitet. Es sieht so aus, als würde Euro-US-Dollar auch hier, das ist praktisch auch eine Fuzzy-Vektor-Logik, eine statistische Auswertung von vergangenen bezogener Kursdaten inklusive Saisonalität. Und da sieht es eben so aus, als wäre der Mittwoch hier tatsächlich bullisch beseelt. Also sieht insofern rein statistisch gut aus. Rein kristallkugeltechnisch will ich sagen, auch als würde der Euro-US-Dollar heute hier nach oben aufdrehen. Das heißt, ein negativer Bias für den Dollar. Insofern
Ja, technisch gesehen, Euro-US-Dollar auch interessant, am Unterstützungslevel gerade abgeprallt nach oben gelaufen. Achten Sie mal drauf, was da heute passiert. Wenn wir hier ein neues Tagestief machen, denke ich, kann es kritisch werden. Ja, das muss man ganz klar sehen. Dazu gehen wir auch gleich nochmal in den Tageschart. Also wenn wir hier unter das heutige Tagestief laufen mit Preisen hier unter 1,1120, kann man sagen, da haben wir definitiv einen schönen Dip nach unten gemacht. Dann haben wir hier die Support-Levels anhand der Pivotpunkte 1,1108 oder 1,1067 rund. Und dann haben wir auch hier in diesem Bereich theoretisch, wenn es denn gen Süden geht, wie gesagt, statistisch ist das jetzt nicht zu favorisieren, aber erstmal dieses Szenario wäre dann praktisch hier ein durchaus mögliches Ziellevel. Wird es hingegen positiv, dann muss man positiv für den Euro wohl bemerkt gegenüber dem US-Dollar, muss man mal darauf achten, was wir hier am Pivot Point machen. Über 1,1172 sieht es gut aus und anhand der FTSE-Vektorlogik sehen wir dann sogar noch Preise in Richtung 1,1220, Schrägstrich Preise in Richtung 1,1215 zum Close. Auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir dann hier in dieser Region landen. Und ja klar, hopp oder top, aber Sie haben es gerade gesehen, statistisch spricht vieles von Ausbruch nach oben. Zu den News muss man aber dennoch wissen, dass natürlich Spikes, wildes Hin und Her, ganz klar auch immer wieder am Start sind. Und da muss man sich eben auch hier mit einer gewissen, ja, vielleicht Vorsicht, bedecken, um hier nicht unnötige Stops zu kassieren auf Tagesbasis. Das wäre sozusagen der finale Punkt. Ist es jetzt eben so, dass wenn Euro-US-Dollar sich hier in dieser Zone stabilisiert, wir dann auch höchstwahrscheinlich diesen Aufwärtstrend seit Ende letzten Jahres verteidigt wissen. Ja, wenn es einen Dip nach unten gibt, muss man mal sehen, ob wir bei 1,11 wieder nach oben drehen. Sie sehen hier diese schräge Aufwärtstrendlinie, obwohl schräger Charakter jetzt nicht wirklich so signifikant für den Markt, aber Trendlinie ist Trendlinie und wurde bereits mehrfach bestätigt. Und wenn wir von diesem Niveau eben dann wieder nach oben gehen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber eigentlich wäre es an der Zeit, dass er jetzt auftritt. Und Sie sehen hier diese grauen Tendenzpfeiler. Er muss jetzt nach oben gehen. Wenn er es nicht tut, dann ist so ein Trendlinienbruch wahrscheinlich inklusive dann weiterer Rücksätze in Richtung 1,10, Schrägstrich knapp drunter. Und wenn wir hochlaufen, wird es dann hier an diesem Widerstand spannend im Bereich 1,1270. Also Euro-US-Dollar heute auf jeden Fall interessant. Bin gespannt, ob da mal jetzt eine Entscheidung kommt, die auch wieder mehr Volatilität zulässt, mehr Bewegung in den Markt bringt. Und insofern, morgen wissen wir definitiv mehr. Also ich wünsche Ihnen glückliches Händchen, falls Sie sich an den Märkten versuchen. Spannend wird es auf jeden Fall. Gerade die Projektionen, wie es denn jetzt im weiteren Jahresverlauf zinstechnisch oder auch eben dann von den Ausrichtungen der US-Notenbank weitergeht, sicherlich spannend. In dem Sinne, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ich wünsche Ihnen was, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.